Ich würde mir das so sehr wünschen, auch mal für Deutschland. So eine richtige tolle Innovation, die man fördert. Und jetzt ist ja gerade wieder im Gespräch, jetzt, das ist ja das Grünen-Parteiprogramm, die innerdeutschen Flüge zu canceln, dass es das nicht mehr geben soll, sondern das soll jetzt alles auf die Bahn, alles auf die Schiene. Und das ist ja nichts Neues. Also A, funktioniert das nicht wirklich, weil es gibt viel zu wenig Schienen. Die Schienen sind zu fast 100% ausgelastet mit Güterverkehr und dem bestehenden Personenverkehr. Das heißt, wenn man jetzt all die Leute zusätzlich noch auf die Schiene bringen will, von Cargo vielleicht auch mal ganz abgesehen, dann funktioniert das hin und vorne nicht. So, da müssten erstmal 20 Jahre, wir wissen, das dauert dann erstmal 20 Jahre, bis eine neue Bahnstrecke genehmigt ist und dann dauert es nochmal 20 Jahre, bis die fertig wird. Also das heißt, ne, da reden wir über 2060. Nein, also das ist ja keine schnelle, reale Option. Toll wäre doch sowas, wie es Chicago gemacht hat in den USA. Chicago hat gesagt, wir haben hier auch viel Verkehr und den wollen wir eindämmen und haben bei Elon Musk einen Hyperloop bestellt. Haben die ja auch schon vor einiger Zeit gemacht, wird ja fleißig gebaut, alles toll. Und das ist ein Public-Private Partnership. Also das heißt, Elon Musk kriegt nicht mal Geld dafür, dass er dieses Ding unter der Stadt und unter dieser Region baut, also im County, so wie Landkreis in Deutschland, ne, der ist so alles im Umkreis von 300 Kilometern verbindet, sondern kriegt dann nachher die Einnahmen aus den Geschäften. So, und sowas wäre doch toll, oder? Kann Deutschland nicht mal einen Hyperloop bauen? Könnte Deutschland nicht mal sagen, weißt du was, die ganzen alten Zöpfe mit der Deutschen Bahn und den Gleisen und die Schienen, alles Schwerindustrie, ja, also was da alleine für Energie draufgehen muss, kenne ich mir jetzt nicht so genau aus, aber müsste man mal recherchieren, diese ganzen Schienen dann zu bauen und die Bagger da lang zu dottern, damit die da die Schienen verlegen und so weiter, das ist doch wieder alles 1912, das ist doch nicht 2021. Warum kann man denn nicht mal so ein scheiß Abflussrohr unter die Stadt legen? Das ist ein Hyperloop, ja. Das ist ein bescheuertes Rohr. Das ist ein Rohr, dem die Luft entzogen wird und dann kann da ohne Luftwiderstand sozusagen so eine kleine Kapsel durchsausen. Das wäre doch auch was für die ganzen Güter, die die Straßen verstopfen auf den LKWs. Das wäre doch mal eine tolle Innovation. Und ich kann es mir jetzt auch nicht so kompliziert vorstellen. Ein scheiß Loch in die Erde zu bohren und da ein Rohr reinzulegen. Ich meine, das können wir ja nun. Ich meine, das sieht man ja in jeder Großstadt, überall sind die Baustellen, wo irgendein Rohr verlegt wird. Also, ich weiß, ein bisschen komplizierter wird es schon sein, aber im Grunde ist es ein Rohr, was in die Erde gelegt wird. Im Grunde ist es genau das. Klar, muss ein Bahnhof angebaut werden und so, verstehe ich alles. Aber das wäre doch toll, oder? Wäre das nicht toll, wenn Deutschland nach diesen ganzen Transrapid-Fantasien und so weiter, was alles aus Deutschland heraus exportiert wurde in andere Länder und die sind dadurch hypermodern geworden und wir bauen Schienen aus Eisen. Also das ist doch, das kann doch wieder nicht sein, oder? Ich weiß gar nicht, hat das nicht irgendeine Partei auch mal auf dem Schirm, dass die sagen, anstatt diesen ganzen Müll da oberirdisch zu bauen, bauen wir doch lieber mal was Schickes unterirdisch, weil da hast du nicht mal eine Baustelle, die oberirdisch irgendjemanden behindert. Die können da ganz in Ruhe arbeiten, Untergrund. Ja, das ist doch toll. Und kapiere ich nicht. Wirklich nicht, kapiere ich nicht. Warum will man denn nicht mal ein einziges Mal irgendwas Tolles, Modernes bauen? Warum denn nicht? Das kann ja nur Absicht sein, frage ich mich manchmal. Das ist schade.